Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier im Teil 36 meines Sieger Pro Tennis World Cup Turnier in der Profiklasse und so weiter und so ähnlich. Ja, wir machen los hier. Und zwar, ja, hier in den Top. Ach nee, da darf ich ja gar nicht mitmachen. Moment, geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Moment, hallo, wo ist denn jetzt da? Nee. Ah, da oben hat er sich versteckt. Geh nach hier in Düsseldorf, geht's los im Tenniscourt, ne? Einzelturnier und los geht es. Ja. Gegen Malik Hassan. Hassan. Jetzt haben wir es. Okay, Moment. Das ist er, genau, aus Irak. Aha. Ja. Das ist er. Und los geht es. Spieler 1. Ja. Und, ja, machen wir mal hin, ne? 15 Jahre. Ja, yeah, geht schon mal gut los. Hopp. Yeah! 30 Jahre. Ah, sieht man jetzt schön, ne? Super, also weiter geht es. Hopp. 40 Hopp. Way. Spieler 1. Aufschlag. Hat er geguckt, ne? Ja! Yeah! Boah, das ging jetzt super, ne? Spieler 1. Ja, mir hat er sich gar nicht mehr ausgekannt. So, wir machen weiter. So, Ramon Gutierrez. So, wo ist denn der? Gutierrez, so aus Chile. Okay. Boah, hat der coole grüne Augen, so leuchtend grün. Spieler 1. Ein bisschen wie so eine Schlange, ne? Ganz cool. Nein! Boah, nein. Nein. 15 beide. Jetzt hat er mich aber abgezogen hier. Ja, bin ich auch selber schuld, weil ich habe das zu lang mir mit angesehen und auf, nach seiner Pfeife rumgetanzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, ho, ho. Nein! Oh. Dave, halte dich mittig! 15:30. Boah, warum lässt du dir das gefallen, Mensch? Led, erster Aufschlag. Oh, Dave! Stolper doch nicht ständig, Mensch!
Mann! 30 Ballen. Boah, das war jetzt eine schwere Geburt, dann sage ich euch, Leute. Nein! Dave, pass bitte auf, was du machst hier! Du lässt dich schon wieder so ein bisschen abledern hier, Mensch! Schnell! Ja! Endlich! Hast du denn dieses komische Theater hier abgedämpft? Oder wie sagt man dazu? Beendet! Ja! Jetzt haben wir's! Nein! Oh, nee, pass auf. Einstein. Oh! Boah, Leute, was wird denn das jetzt hier? Furchtbar. Aber jetzt, ey, jawohl. Spieler 1. Geht doch. Och, Dave. Aber jetzt, jawohl! Spieler 1. Aufschlag, Spieler 2. Och, Dave, nein! 15 Love. Ah. Ach man, Dave, was machst du da für ein Schwackes? Mach jetzt mal ein bisschen Konzentration hier, bitte. Na also. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg hier. Geschaffelt, Dave. Nein. 30, 40. Endlich! Jetzt bist du wieder back on track, wie man so schön auf Deutsch sagt, ne? Und in deinem Fall back on Dreck. Nein. Einsteigend. Ach, verdummelt und verdammelt! Pass auf. Oh, der spielt schon wieder Ping-Pong mit dir. Pass doch auf, Mensch. Jetzt komm, hau doch drauf, Mensch. Erlöse ihn doch endlich. Spieler 1. Na also, endlich geht es. Dave. Gut gemacht. Na also, endlich erlöse ihn! Spieler 1. Oh, ich hab pitschnasse Hände, Leute. Jetzt glaubt mir keiner. So, weiter. Kommt. Wir haben jetzt hier keine Zeit. So, Aziao oder Azazio. Azazio, Papas. In der Griechenland, oder? Ja, Tatsache. Okay. Aus Le Grèze. So, hallo Azazio Papas. Aufschlag Spieler 1. Und los geht es. 15 Jahre. Der war jetzt gut, ne?
Moment, machen wir mal so. Ach nein! Okay, glaube ich, bleibe jetzt einfach mal so hier und mache jetzt einfach mal den hier so ein bisschen. Ah, das ist so ein Spinner. Hm? Dieser Achachu Papas. Jetzt komm, erlöse ihn doch endlich! Oh. Dave, was soll ich nur mit dir machen, echt? Immer das Gleiche. So, den kriegt er nicht mehr. Und gut ist, ne? So. Super. Schön. Ah, komm! 40. Ja! Geht doch! Boah, der kam jetzt hier aus der Kanone geschossen. Oh, schon wieder. Das war jetzt echt spitze, was der abgezogen hat, dieser Achacho Papas. Ja, aber jetzt muss ich ihn irgendwie abziehen hier. So. Komm, Achacho Papas. Gib auf! Komm! Ja! Spieler 1. Aufschlag Spieler 2. Oh. 15 Lauf. Das geht gar nicht mehr. Oh nein, er spielt schon wieder mit dem Ping-Pong. Oh, Dave. Na, also, geht doch! Dave! Nein! 40-15. Oh Mann, Dave, was machst du denn da? Boah, wie hast du denn den gefangen, hä? Oh nein! Achacho Papas! Jetzt bist du dran, ja! So, was hab ich zu dir gesagt? Du Pappenheimer! Oh nein, ich schon wieder Ping-Pong! Ah! Ich darf nicht verlieren, Leute! Oh. Ja! Oh Leute, es sieht gut aus, ich könnte gewinnen. Schauen wir mal. Nein! Mann! Ach, Leute! Einstand. Und ich könnte verlieren. Seht ihr, Leute, so geht das. Oh. Vorteil. 2.
Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Kommt der EV drauf, Mensch? Ja! Einstellig. Oh. Also besteht doch noch irgendwo eine klitzekleine Chance hier. Hatte ich hier was Wuppe, ne? Oh. Dave, doch nicht so! Ja! So moke wie dat! Oh! Mann! Leute, ich hab pitschnasse Hände, echt! Wenn es so weitergeht, dann kann ich von denen trinken! Gut. So, jetzt komm. Yeah. Nein, Dave, bitte nicht. Spiel, Satz und Sieg. Oh. Leute, war das jetzt eine schwere Geburt? Ich glaube, also so kam mir das vor, dass der Spieler schlechter geworden ist. Vielleicht hatte der Computer Mitleid mit mir und dachte sich, nee, wir dürfen den jetzt nicht gleich fertig machen, weil sonst verlieren wir ihn an seiner Motivation. So, Leute, es ist soweit. Auf geht's zur Siegerehrung. Und da ist er, liebe Leute, hier ist Dave, die muffige Tennissocke. Die stinkende, verschwitzte, schmutzige. Ja, da hoppelt er wie ein kleiner Hase über das Feld, ne? So. Ja, er freut sich hier mit seinen 20 Fans. Da kam die ganze Verwandtschaft, sein Psychotherapeut, Sozialberater und sein Bewährungshelfer. Alle sind erschienen, um ihn zu feiern. Seht ihr, Leute, jetzt guckt er sich den Sockel an. Ja. Und gucken wir mal weiter. Wie geht's jetzt hier eigentlich weiter? Ja, ich bin jetzt auf Platz 115. Moment, da stimmt doch was nicht. Ach doch, jetzt hat er stets ja 115 Dave. Also Dave, ne? Genau, das bin ja ich. Super, Leute, wir sind aufgestiegen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir machen wieder einen klitzekleinen Cut und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen, dann werdet ihr immer schon benachrichtigt, weil wir das neue Video hochgeladen haben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Also ich nicht. Ja, auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr wollt. Und ansonsten wieder einschalten. Es geht natürlich wieder weiter, wenn ihr wollt. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt anständig und vor allem sauber, wie ich es zu sagen pflege. Das heißt doch bitte die Achselhöhlen waschen. Danke, bis bald. Tschö, Papa.